herzlich willkommen zum Gitarrenkurs für fortgeschrittene Comeback. Das war ein Walzer von Matteo Carcassi und wie ihr das Stück spielen könnt und üben könnt, das zeige ich euch heute. Der Walzer befindet sich auf Seite 86. Das Stück steht in der Tonart A-Dur. Wir haben drei Kreuze als Vorzeichen, Fis, Cis und Gis, das wisst ihr. Und was man noch wissen sollte, sind die Akkorde, die zur Akkordfamilie A-Dur gehören. Das ist A-Dur, D-Dur und E-Dur oder E7. Ja, und A-Dur eben. Ja, und die werden uns auch hierin begegnen. So, das Ganze steht im Dreiachteltakt und beginnt mit einem Auftakt, mit einer Achtelnote. Vorwiegend haben wir 16. Noten, also doppelt so schnell. Und dieser Walzer besteht aus zwei Teilen, der erste Teil bis Fine und dann der Rest. Und dann wird nochmal der erste Teil wiederholt. Ich spiele zunächst mal die ersten zwei Zeilen und sage euch, was ihr dabei beachten sollt. Eins, zwei, drei. Also wir beginnen in der zweiten Lage, das sehen wir daran, dass der Ringfinger das Dis greifen soll und da bleiben wir auch ziemlich lang, also im ersten Takt 1, 2, 3 und jetzt kommt A-Dur, Cis und das A greifen wir da drüber, ja, und jetzt wieder Dis mit dem Ringfinger. Wieder Dis. Und jetzt gehen wir in die erste Lage A mit dem zweiten Finger, um dann E7 zu greifen. E, E. Ja, also in der zweiten Zeile wechseln wir dann in die erste Lage. Der zweite Takt der zweiten Zeile, da haben wir jetzt über dem E eine 4 stehen. Das heißt also, wir sollten dieses E greifen. Ne? Also es ist auch nicht schlimm, wenn ihr die leere Seite anschlagt. Aber immer ein gegriffener Ton klingt immer etwas anders. Und deswegen aus klangtechnischen Gründen sollt ihr dieses E also greifen. Aber wie gesagt, wenn euch das besser gefällt, könnt ihr auch die leere Seite anschlagen. Ja, also wie ihr möchtet. So, jetzt kommen wir in die dritte Zeile. Das ist dann der zweite Teil vom ersten Teil. Und da steht eine 4 im Kreis. Das heißt, ihr sollt dieses A auf der vierten Seite spielen. Und da steht eine 4 dran, also sollt ihr das mit dem vierten Finger am siebten Bund auf der D-Seite spielen. Das heißt, ihr befindet euch kurzzeitig in der vierten Lage. Ich spiele auch mal die nächsten beiden Zeilen, also dritte und vierte Zeile im Zusammenhang und dann erkläre ich euch, was ihr beachten müsst. Eins, zwei, drei. Also, warum machen wir das alles auf der D-Seite? Ihr könntet das natürlich auch in der ersten Lage spielen. Ja, ist auch erlaubt, aber auch hier ist es schön, wenn man alles auf der vierten Seite spielt, weil das einfach schöner klingt. Ja? Also, vierte Lage.
Anschlag ist immer Daumen, Finger, Daumen, Finger. Lage ab Takt 13. Jetzt rutscht dieser vierte Finger zu H7 und E-Dur. Ja, also das sollte eigentlich auch kein Problem sein, diese zwei Zeilen. Und ab Takt 17 dann bis zu Fine wiederholt sich der erste Teil. Also die ersten beiden Zeilen sind dann nochmal genauso. Die spiele ich jetzt nochmal ganz langsam. Wenn ihr das ein bisschen geübt habt, könnt ihr vielleicht schon mitspielen. Also Takt 17. Ich zähle drei Zählzeiten vor und fange mit dem Auftakt vom vorherigen Takt an. 1, 2, 3. Das war komplett der erste Teil bis Fine. Da kommt auch keine Bindung vor. Also das ist einfach nur das Üben der Technik der Lagenwechsel und der richtigen Fingersätze. Jetzt schauen wir mal in den zweiten Teil. Da beginnen wir mit D-Dur und auch zunächst in der zweiten Lage. Wir brauchen nicht dieses D-Dur, was wir kennen, sondern das D-Dur. Wir nehmen dieses Fis in den Bass und dann haben wir D-Dur auf diese Weise, also Fis, A und D, zweite Lage. Ja. Ich spiele mal die nächsten beiden Zeilen. Auch mit Auftakt geht es wieder los. 1, 2. Habe ich gemacht. Also erstmal dieser D-Dur in der zweiten Lage. 1, 2, 3. Jetzt haben wir das richtige D-Dur. Der Zeigefinger bleibt auf der Saite. Zeigefinger bleibt immer noch. Jetzt kommt das Cis. Sollte kein Problem sein. Jetzt kommen wir zu Takt 29 und da haben wir unsere Bindung, die wir in den letzten Videos auch geübt haben, Aufschlagbindung. Und da greifen wir das Gis mit dem Zeigefinger, also vierte Lage, und schlagen das A mit dem zweiten Finger auf. Ja, also viele Schüler fragen mich immer, wie ich das mache, dass das eben so klar klingt. Ich habe beobachtet, dass einige den Zeigefinger dann loslassen und sich dann nur noch auf den Finger konzentrieren, der aufschlägt. Versucht das mal zu vermeiden, also dass ihr den Druck auf dem ersten angeschlagenen Ton lasst und dann einfach nur mit diesem anderen Finger drauf haut. Also, weil wenn man den zu früh wegnimmt, den ersten Ton, dann braucht man mehr Kraft und man stoppt vorher die Saite. Die schwingt dann nicht mehr so schön. Also versucht wirklich den ersten Ton, also in diesem Falle das Gis, gut festzuhalten, während ihr mit dem zweiten Finger klopft. Und dann sollte das eigentlich auch schön mit Schwung gut klingen. Ne? Also es ist logisch, dass der leiser klingt als der richtig angeschlagene, aber zu leise sollte er eben auch nicht sein. Na, also das müsst ihr ein bisschen üben.
Und im zweiten Takt dann, also Takt 30, da haben wir das Gleiche am ersten Bund. Also E ist und wir schlagen Fis auf mit dem zweiten Finger. Ja, also lasst schön den Druck, also das Gewicht auf dem Zeigefinger, während ihr klopft. Ja, ich spiele mal komplett nochmal die Zeile ab, Takt 29. 1, 2, 3. Ja, was nun folgt, sind nochmal diese beiden Zeilen. Das ist im Grunde eine Wiederholung. Takt 33, jetzt spiele ich die letzten zwei Zeilen und vielleicht, wenn ihr das ein bisschen geübt habt, könnt ihr schon mitspielen. 1, 2, 3. D-Dur. Teil bis Fine wird dann wiederholt. Und eigentlich wird auch jeder einzelne Teil nochmal wiederholt. Das habe ich jetzt am Anfang auch weggelassen. Also wenn man es ausdehnen möchte, kann man die Wiederholung natürlich machen. Aber beim Üben reicht es erstmal, dass ihr ja, also die kleinen Bereiche übt und immer hin und her. Und wenn ihr es dann mal vorspielen wollt, könnt ihr auch die Wiederholung weglassen. Das ist kein Muss. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem Stück und bis zum nächsten Mal.